20 im Predigtstuhl-Ressort im Bayerischen Wald hier in St. Engelmar. Und ja, also ihr seht, da unten ist die Eingangstür. Von außen wundert man sich ein bisschen, warum die Zimmer so schmal sind. Aber wenn man genauer hinschaut, es geht einfach direkt nach oben. Es ist eine etwas steile Treppe. Da unten ist noch eine kleine Garderobe. Und weil die Treppe so steil ist, ist hier ein kleines Gatter, ich vermute für kleine Kinder oder Hunde, damit da nichts passieren kann. Dann gehen wir gleich mal in den Raum da hinten. Das hier ist eigentlich ein Kinderzimmer. Ich habe es als Kleidungs- und Schuhraum umfunktioniert. Es ist Platz für theoretisch 3 Kinder. Ich vermute, es ist eigentlich nur für 2 Kinder gedacht. Für die Kinder sind die Handtücher dann separat hier aufgelegt. Und hier ist auch der einzige Schrank im ganzen Zimmer. Ich habe hier meine Sachen eingeräumt. Es ist auch ein kleiner Spiegel dran. Gleich hier neben dran ist das Badezimmer. Klein, aber neu renoviert. Eine nagelneue Dusche, Toilette, ein paar Seifen und auch hier die Handtücher sind parat gehängt und auch einen Föhn gibt es. Hier ist ein großer Spiegel mit Lämpchen. Und hier ist dann so quasi ein kleiner Wohnbereich. Hier ist eine kleine Küche, die man auf Wunsch auch voll bestücken lassen kann, um zumindest das Nötigste zu kochen. Hier ist ein kleiner Esstisch. Hier eine kleine Couch und ein Fernseher, um sich am Abend etwas zu begnügen. Und da ist auch mein großes Bett. Tut mir leid, dass es noch etwas unordentlich ist, aber Zimmerservice gibt es hier nur alle 2 Tage. Hier ist auch mein Balkon. Ich habe einen Ausblick auf den Innenhof und auch den Minigolfplatz von der Hotelanlage.